Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sport Total. Wird präsentiert von Schau ins Land Reisen. Lässt sich noch was Zeit und jetzt geht's los. Anstoß hier im Grenzlandstadion. Gladbach von rechts nach links in den weißen Trikots und Paderborn von links nach rechts in den schwarzen Trikots. Oh, gut gelöst von Borges Sanchez. Abschlussmöglichkeit für Ranosch. Ah, und wieder so ein guter langer Ball. Jetzt 3 gegen 3 Situation. Kommt die Flanke. Die Flanke kommt gut. Und das ist 1:0. Unfassbar gute Flanke. Ulrich. Guter Ball. Ulrich. Und was ist das denn? Gladbach gleicht aus. In der Traube. Ich konnte nicht ganz erkennen. Ah, kommt vielleicht ein bisschen zu langsam, aber oh, da ist viel Platz. Oh, wie ärgerlich. Immer noch nicht entschärft die Situation. Vielleicht mal Distanzversuch. Oh, wie ärgerlich ist das denn auf Gladbacher Seite? Oh, Distanzversuch, Tor! Was ist das denn für ein Schlenzer? Und keine Minute gespielt. Und hier steht es 2:1 für die Hausherren. Kontermöglichkeit und das gibt mindestens die gelbe Karte zu Recht. Und wenn er fällt, vielleicht sogar noch mehr, aber da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen. Die gelbe Karte auf jeden Fall gerechtfertigt. Boah, und der Ball ist zu ungenau und jetzt ist aber mal Platz und es sollte gelb geben. Die gelbe Karte ist okay. Und Stand gerade ist Paderborn aber am Drücker und es gibt den Freistoß für Paderborn. Das war noch außerhalb. Kader hätte da fast den Ball bekommen. Oh, das ist gefährlich und die gelbe Karte ist zurecht. Der Fuß, das Bein ist viel zu hoch. Maximilian Brüll. Gegen Bravo Sanchez. Maximilian Brüll kann hier heute zum Retter werden. Sanchez, Brüll, Brüll hat den Ball gehalten! Maximilian Brüll mit dem Ding in letzter Sekunde. Brüll hat ihn. Und das ist der Schlusspfiff. Borussia Mönchengladbach holt sich die ersten 3 Heimpunkte dieser Saison und besiegt den Aufsteiger aus Paderborn. Nee, ich mach's nicht nochmal. Ja, hier könnt ihr eine Playlist euch anschauen. Da gibt's ein ganz tolles Video von uns und da könnt ihr uns abonnieren.